Heute zeige ich euch eine Markise, die freitragend ist, die ein richtig kleines Packmaß hat für das, was eigentlich Schatten spendet. 270 Grad, 180 Grad, 90 Grad, alle Varianten von Markisen sind möglich. Bleibt dran. Herzlich willkommen bei EasyGoing, dem Vanlife-Kompetenzzentrum. Ich möchte euch da heute eine Markisen vorstellen, die ein bisschen spezieller ist, eher für den Overlanding-Bereich, Offroad-Bereich. Wir haben da eine 270-Grad-Markise von der Firma ARQ 4WD aus Venezuela. Wir haben von der Firma den Dachraumvertrieb übernommen. Wir haben das gesamte Sortiment der Firma bei uns am Lager verfügbar und möchte euch da jetzt das Produkt ein bisschen vorstellen. In dem Fall haben wir auf unserem Trailer die 1,50 Meter große 270 Grad Markise montiert. 1,50 Meter ist die nicht aufgebaute Länge der Markise und im aufgebauten Zustand hat das nur Teleskoparme, sodass das Ganze viel größer ist. Ja, es gibt die 270 Grad Markise als 1,50 Meter Variante, so wie hier. Dann haben wir eine 2 Meter Variante und eine 2,5 Meter Variante. Sie gibt es für jeweils die linke und die rechte Fahrzeugseite, sprich Fahrer- und Beifahrerseite. Wichtig zu wissen ist, wo brauche ich das Scharnier? Sprich, jetzt bei der Beifahrerseitenmontage, rechte Seite, ist das Scharnier hinten angeschlagen. Das heißt, die Markise geht auch nach hinten auf. Für die Montage der Markise werden zwei dieser Winkel mitgeliefert. Die Winkel haben zwei verschiedene Schenkellängen. Das heißt, man kann entscheiden, wie montiere ich das. Im Prinzip brauche ich immer ein Roof Rack, einen Dachträger oder einen Querträger, damit ich genau an den Positionen quasi den Winkel oder die Markise befestigen kann. Wenn man jetzt nicht die optimalen Aufnahmepunkte hat, kann man natürlich selbst sich eine Konstruktion bauen, die die Winkel aufnimmt und dementsprechend auch die Markise aufnimmt. Ja, wir sind da am Überlegen, ob wir für unsere Vans, VW-Bus etc. Adapter konstruieren und entwickeln, weil die Markise, glaube ich, schon Potenzial hat, auch für diese Fahrzeuge. Lasst es uns wissen in den Kommentaren, ob das vielleicht für euch interessant wäre. Ansonsten kann man natürlich mit jedem Grundträger, jeder Marke die Markise montieren. Es gibt ein paar optionale Stellen, dass man den Winkel verschieben kann. Also ein bisschen variabel ist man, allerdings sind die Abstände schon recht vorgegeben. Man hat da zwischen den einzelnen Segmenten jeweils 5 cm Abstand und zu den beiden Haltern auch wieder einen gewissen Abstand, den man so nicht verändern kann. Das heißt, eigentlich braucht man eine Variable am Dachträger oder am Roof Rack. Ansonsten, wie gesagt, einfach eine Konstruktion bauen oder bauen lassen. Es gibt diese Markisen auch als 180 Grad Variante und als 90 Grad Variante. Allerdings gibt es die 90 Grad nur als 2 Meter Variante und die 270 gibt es den drei Längen, wie besprochen. Der große Vorteil dieser Markise ist, dass sie ohne Steher auskommt, das heißt freitragend ist. Und wie das Ganze ausschaut, das zeige ich euch jetzt, indem ich es aufbaue. Ja, man sieht, das Ding ist recht schnell aufgebaut, dass die Plane nicht so durchhängt, was jetzt eh nicht wirklich der Fall ist, aber damit man einfach nur mehr Raum innen hat, gibt es dann nur so Aufstützen, etwas nach oben drücken. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen habe ich mehr Platz unter der Markise und zum anderen kann der Regen einfach abfließen. Es besteht nicht die Gefahr von Wassersäcken. Diese Seile sind dazu da, dass man die Markise nur im Bedarfsfall im Boden verankert. Einfach damit es bei Wind nicht abhebt, das Ganze. Wobei die Markise auch bei Wind sehr stabil ist. Man glaubt es gar nicht. Die geht eher mit dem Wind mit, als dass sie irgendwie abhebt. Die Markise hat auch ein integriertes LED bei den Auszügen.
Da ist ein Stecker dabei. Das ist ein Zigarettenanzünderstecker. Das ist 12 Volt. Das stecken wir jetzt kurz mal an, damit man sieht, wie das Ganze ausschaut. Ist natürlich auch ein sehr nettes Feature und ist beim Standardprodukt dabei. Zusätzlich ist auch noch ein Sunshade oder ein Sonnenblocker übersetzt. Also eine weitere Plane dabei, die man dann bei der Markise einhängen kann, wenn die Sonne recht tief steht, damit man einfach wirklich noch Schatten hat. Man kann das entweder in den Boden niederspannen oder zum Beispiel an Bäume etc., die nebenan stehen, wegspannen, sodass man mehr Fläche unter der Markise hat. Ich hänge das kurz ein. Genau, das Ganze schaut so aus. Im Grunde kann man sich vorstellen, entweder man spannt das jetzt am Boden nieder oder wie gesagt, wenn man Bäume etc. hat, kann man es auch geradlinig wegspannen. So hat man einfach eine größere Fläche unter der Markise und einen vergrößerten Schattenbereich. Das ist auch standardmäßig dabei und diese Planen sind absolut blickdicht, also UV-dicht und blickdicht. Das heißt, da kommt keine Sonne durch. Man hat somit nicht die Gefahr eines Sonnenbrandes oder von extremer UV-Belastung. Ich werde euch jetzt nur zeigen, wie das Ganze abgebaut wird. Die Plane wird recht kompakt zusammengewickelt und kommt dann ganz zum Schluss in die Markise wieder rein. Alles in allem eine richtig coole Markisen, wie ich finde. Richtig schnell aufgebaut, richtig schnell wieder abgebaut. Die Qualität ist echt überzeugend. Man hat alles dabei, was man braucht. Von LED-Beleuchtung über zusätzliche Bänder zum Niederspannen. Und auch dieses zusätzliche Sunshade-Plane zum Erweitern des Schattens. Es sind Winkel für die Montage dabei. Und die Markise gibt es eben im 270 Grad, 180 Grad. 90 Grad. Es gibt auch noch eine Tentbox, das ist so eine kleine Duschkabine. Schaut einfach auf unsere Website www.easygoink.com. Dort findet ihr alle Produkte von ARQ4WD. Die Produkte sind made in Venezuela. Wir machen den Dachraumvertrieb für die Produkte. Wir haben alles lagernd. Wenn nicht, ein bisschen geduldig sein. Wir kriegen immer wieder frische Ware nach. In diesem Sinne, schaut auf unsere Website, wenn ihr Anregungen habt zu dieser Markise oder weitere Infos braucht, schreibt es uns gerne in die Kommentare und wie immer lasst uns gerne ein Like da. Somit sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, pfiat euch, baba.